Hallo ihr Lieben, so schön heute mal endlich wieder ein Video für euch zu drehen, vor der Kamera zu sitzen und somit mit euch in Kontakt zu treten. Das freut mich so sehr. Ich habe das richtig vermisst. Es ist für mich jetzt eine gefühlte Ewigkeit seit dem letzten Video und ich genieße das jetzt. Ich genieße es, mit euch in Kontakt zu treten, denn energetisch habe ich euch einfach im Herzen gespürt und ich habe es vermisst und ich freue mich jetzt, dieses Video zu drehen. Ich habe mich jetzt schon eingestimmt, habe schon gechannelt und spüre da zwei Energien. Es ist ein bisschen holprig, das Channeling. Es ist ein bisschen eine Herausforderung zurzeit. Es sind da zwei Energien, die aufeinander prallen und diese Botschaft bekam ich auch gerade. Deshalb, ich möchte jetzt gar nicht so sehr ich als Nicole sprechen, sondern ich gebe es jetzt einfach gleich an mein höheres Selbst ab und lass die geistige Welt durch mich sprechen. Und zwar sind das heute, so wie ich das jetzt gefühlt habe, sind es die Wesen aus dem Erdinneren, nämlich aus der Erdsonne, die Sonne im Erdinneren. Und sie sprechen zu uns, was denn gerade so jetzt sich bewegt bei uns. Heute ist ja Neumond und Sonnenfinsternis. Also es ist ja heute sehr geladen, aber nicht nur heute, sondern eben auch die letzten Wochen. Bei mir gab es ja unglaublich vieles, Höhen und Tiefen, und es war ein ganz tiefer Reinigungsprozess für mich und ein Prozess der Innenschau und der Reifung. Und das ist es auch noch. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle jetzt von mir, ich erzähle, was denn so bei mir los ist. Aber ich spüre, dass es jetzt nicht das ist, wie ich euch, was ich für euch tun kann, sondern ich glaube, die Durchsagung der Sonnenwesen ist selbsterklärend. Genau das, was sie jetzt erzählen, ich kriege schon einen Druck. Sie wollen schon anfangen. Okay, und ich blabbel immer so viel. Auf jeden Fall, alles, was sie sagen, hat ganz viel mit mir und mit dem, was ich gerade auch erlebe, zu tun. Und ich möchte das jetzt einfach nicht aus meiner Sicht, sondern eben aus der Sicht der geistigen Welt als Kanal weitergeben. Und jetzt beginne ich auch schon. Ich habe mir für heute gedacht, ich möchte ganz kurz eben über die aktuellen Energien sprechen, aber auch, was so die letzten Wochen passiert ist, aus meiner Sicht, so wie ich es empfangen habe. Und dann möchte ich ein lemurianisches Gebet sprechen in der Lichtsprache für uns, weil ja, ich bekam die Botschaft und es fühlt sich so stimmig an, nämlich das Gebet für unsere leuchtende Zukunft und mit dieser lemurianischen Heilenergie. Aber gut, also ich beginne jetzt, beziehungsweise ich höre jetzt auf und ich gebe ab, okay? An die geistige Welt, und ich danke für die Botschaft. Und ja, damit das Channeling jetzt nicht von, ich bitte da jetzt um kristallinen Schutz und um eine klare Durchsagung. Okay, wir übernehmen jetzt mein Kind. Ich danke, dass du dich bereit erklärt hast. Und so beginnen wir, beziehungsweise fortfahren wir. Denn wie du schon gechannelt hast, möchten wir jetzt einfach weitersprechen. Also, um es noch einmal in aller Kürze weiter zu vermitteln, sodass es auch jeder mit seinem Herzen verstehen kann. Ja, ihr durchlebt sehr
Ihr durchlebt zwei energetische Ströme. Diese zwei Ströme wirken seit 3 Wochen auf euch ein. Dieses bewirkt, dass ihr mit dem einen Bein fest in eurem Leben die Bodenhaftung ihr spürt und in den anderen Bein fühlt ihr euch, als würde euch der Boden unter den Füßen weggerissen werden. Beide Wahrnehmungen sind so richtig, denn tatsächlich ist es so, dass ihr mit zwei Energien gerade konfrontiert seid. Die eine Energie steigt von innen heraus, dieser Erwachungsprozess. Du kannst es so wie die Kundalini sehen, die Schlange, die sich langsam durch die Ebenen wirbelt und sich nach oben formt und in ihre Größe geht. Und so kannst du diesen Prozess auch sehen. Es ist eine Reifung von innen heraus, die ihr als Kollektives erlebt. Auslöser dieser Reifung sind, um es so zu sagen, eine neue Stromversorgung. Ihr werdet umgestellt. Ihr werdet direkt an die größere Sonne angebunden. Das bedeutet, ihr erlebt eine andere Sonneneinstrahlung, Sonnenenergie, die auf euer System wirkt. Doch nicht nur ihr, sondern natürlich auch euer Planet. Und das ist das erstmals, was ihr so in euch spürt. Denn diese Energieveränderung, ihr müsst verstehen, die Energien bewegen sich spiralartig in die Höhe. So habt ihr die Möglichkeit, die höheren Energien in euch aufzunehmen. So war es vor bis dato nicht möglich hier auf Erden, doch nun seid ihr in der Lage. Und so kommen diese höheren Energien zur Erde. Doch diese geht zuerst ins Erdinnere, in den Innenkern, die Sonne in der Erde und geht von dort nach oben, nach außen zu euch. Und da windet sich die Schlange nach oben. Dies ist ein Durchbruch für euch Menschen. So erlebt ihr einerseits diese enorme kraftvolle Energie aus der Urzentralsonne, gleichzeitig seid ihr noch mit den Energien aus dem alten System verhaftet. Es ist noch etwas klebrig, es ist noch da. Und so spürt ihr es. Ihr spürt beidseitig einerseits diese hohen Frequenzen, ihr seht in einem Moment eure schönste Seelenentfaltung, euer Potenzial und im anderen Moment fühlt ihr euer altes Ich, alte Programmmuster, alte Verhaltensweisen. So seid ihr mit beiden Energien konfrontiert. Dies passiert auf kollektiver Ebene. Ihr erlebt gerade seit die letzten Wochen diesen Sturm, der Sturm, der sich eine neue Richtung auch in eine neue Richtung bringt. Dieser setzt sich in eurem Solarplexus. So haben viele, so wie Nicoline hat es sehr stark in ihrem Solarplexus wahrgenommen. Seit Wochen spürt sie die enorme energetische Bewegung, aber auch die Bewegung eurer Erde, wie sie sich ändert und formt und in ihren Platz einnehmen möchte. Das spürt ihr in
euren Solarplexus, denn das ist auch euer Thema, euren Platz einzunehmen. So ist diese Zeit geprägt von zwei Zeitlinien. Ihr spürt, dass ihr auch, ihr fühlt, dass ihr oft gerade denkt, ist das denn jetzt wirklich passiert, dass ihr orientierungslos seid, dass ihr auch euer Zeitgefühl euch nicht mehr darauf verlassen könnt. Es ist eine enorme Einströmung auch in euer Gehirn, eure Synapsen verbinden sich neu, um sich an diese neuen Energien anzupassen, um diese empfangen zu können. So erlebt ihr gerade eine Umstrukturierung auf der Erde und natürlich in eurer Physis. Das kann zu Verwirrung führen, das kann zu allerlei Hand physische Ursachen führen. Doch möchte ich hinweisen, dass diese Zeit begrenzt ist und spätestens in 5 Wochen wird es ruhiger. Okay? Und wir möchten euch sagen, euer Schutzengel steht hinter euch und er gibt euch die Standhaftigkeit, wenn ihr spürt, dass sich alles gerade unter euren Füßen dem Boden entzieht. Okay. Was gibt es? Okay. Okay. Ich fühle, dass 2 Zeitlinien sind, diese 2 Energiebahnen sind. Da ist diese alte Energie, die unser System nährt. Und dann ist diese neue Energie, die sich gerade einwindet in jeder Faser, in uns und in der Erde, die sich gerade einbetten möchte, reifen möchte. Und ja, und diese Energie ist eine enorme Manifestationskraft. Und diese Energie ist diese Schöpfungsenergie. Diese Energie, die für deine reife Seele. Und so spüre ich beide Energiebahnen. Und ich habe gesehen, wie wir so ein Y, als würden wir jetzt gerade so bei einer Weggabelung sein. Und die Frage ist, welchen Weg ich jetzt für mich wähle, nämlich in dieser Struktur, die ich kenne, oder diese neue Energie, folge ich dieser neuen Energie und da auch meine komplette Entfaltung, Seelenentfaltung, aus göttlicher Sicht ist alles in Ordnung, ja, ganz egal, wie du dich entscheidest, es ist doch immer ein Reifungs- und Erfahrungsprozess für deine Seele. Ich möchte dir aber sagen, dass jetzt gerade sich alles im Solarplexus sammelt. Jetzt brauchst du die Energie direkt in deinem Solarplexus, in deinem Zentrum. Denn aus deinem Zentrum entscheidest du, aus deinem Zentrum gehst du jetzt den einen oder den anderen Weg. Okay? Und du kannst. Das ist jetzt wichtig, dass du dich auf dein Zentrum konzentrierst und die ganze, du kannst es dir so vorstellen, dass die Sonnenenergie von oben, aber auch von der Sonne im Erdinneren in dir aufsteigt und sich in deinem Solarplexus sammelt, ja? Und von dort aus darfst du diese Sonnenkugel in dir festigen. Die solare Energie gibt dir Kraft, sie ist Manifestationskraft für deine Herzenswünsche, für deine Wahrhaftigkeit, für deinen wahrhaftigen Weg. Und so darfst du mit dieser Sonnenkraft, ja, deinen Schöpfungsweg erstrahlen lassen. Und jetzt kannst du, das ist jetzt eine Übung für dich und für mich,
die mir jetzt gerade alles die geistige Welt mir gibt. Du kannst dir jetzt so vorstellen, schließe deine Augen, lege deine Hände, deine Handflächen auf deinen Solarplexus und spüre, wie von oben und von unten du jetzt mit dieser Sonnenkraft genährt wirst und wie sich alles in deinen Solarplexus bündelt. Und jetzt wird die Energie ganz stark, ja, du spürst es in dir. Die Sonnenenergie ist aktiv, sie ist kraftvoll, sie bewegt und sie bewegt jetzt so einiges in dir und setzt frei Energien, etwas, was dich zurückhält, nämlich diese Energie aus der Vergangenheit, die noch herrscht, ja, das, was dich zurückhält, was dich hemmt, lass mit dieser Sonnenkraft, ja, das durchbrechen, ja, lass es erstrahlen und stell dir vor, wie jetzt in dein ganzen Sein, wie überall diese Sonnenstrahlen, ja, über dich laufen. Und dann visualisiere dir diese zwei Wege. Und dann visualisiere, wie du deinen, ich sag's jetzt mal, deinen Sonnenweg gehst, ja, wenn du es so möchtest, wenn du es entscheidest. Und wenn du diesen Weg gehst, geprägt von dieser enormen Sonnenkraft, deinen Herzensweg, deinen Seelenweg, spreche ich jetzt das lemurianische Gebet. Alura Namaya Orana Ayona Mayana I Ona Ki Ona Yo Ona Yamayana Ohana Mayana I O Ayana, Orana, Maya e, Iona yai, Orana yana, Mayo huana, Ayono uaya, Ayono, Ayona ya, Sayana yana a, Oyana ma a, Ayuana, Ayona mayoana. Ayua, ayonama, ayanua, ayanama, ayanama, oana, a, ayana, oana, maya, oana, a, oana, ya, oana, ya, oana, ya, ayano, ukuana, mayana, okana, oyana. Und so sehe ich gehe entlang, dass diesen Weg und mit jedem Schritt blitzt goldenes Licht auf diesen Weg und ich entzünde meinen Weg und ich durchleuchte meinen Weg und ich setze meine Kraft, meine Intention, diesen Weg zu gehen, meinen Seelenweg zu erfüllen, setze ich mit jedem Schritt, den ich auf diesen Weg gehe. Und das lemurianische Feld, das Paradies in mir, führt mich voran. Es schenkt mir meine Führung und es zeigt mir meinen Weg. Und ich durchlaufe mit meiner Sonnenkraft, meinen Seelenweg. Das Paradies in mir führt mich. Ich bin gesegnet auf diesem Weg. Die Energie von Lemuria ist mit mir. Und so darf dieses Paradies im Hier entstehen. Da liegt deine Manifestationskraft. Da ist deine Seelenpower. Auf deinem Seelenweg. Deinen Herzensweg. Alurana Maya no u Ukuanata Mayo Ochana Utusana Atusana ma Ayonotu Mayo Ochana. Folge der Schönheit. Folge deinem Herzen, dein fühlendes Herz, die Schönheit des Weges, deiner Schöpfung, die
die Schönheit deiner Seele. Danke. Ayana Mataa Oranata. Liebe Nicoline, ich freue mich, wenn du auch bei meinem Telegram-Kanal vorbeischaust. Ich freue mich, wenn du mir ein Like hinterlässt, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du mir auf Facebook folgst und vielleicht hast du auch Lust, bei dem Retreat dabei zu sein. Alles Liebe, Nicoline.